Servus beieinander, hier ist wieder der Exzellent, auch diesmal nicht von der Regierungscouch, sondern aus dem Chaos-Computerzimmer. Es ist jetzt eigentlich bloß eine kurze Einleitung zu einer neuen Kategorie, die ich auf meiner Webseite eingeführt habe, den AppCAC-Report. Ja, was ist der AppCAC-Report? Auf jeden Fall ist es nicht so eine Sache wie jetzt der Kinsey-Report. Wer das jetzt nicht weiß, was das ist, Google hilft. Ja? Genauso ist es nicht der Schülmädchen-Report für langhaarige Motorradfahrer. Also könnt's gleich wieder abschalten, wenn sie erwartet, dass jetzt da irgendwie nackte Tatsachen zu sehen bekommt. Gibt's nicht. Was es dafür schon gibt, ist die nackte Wahrheit und ja, die ungeschminkten Aussetzer der AppCACs. AppCACs, die erklären wir jetzt einfach mal noch. AppCAC ist Englisch, ist verwandt, nahe verwandt mit dem im Deutschen geläufigen DAU. Ein DAU, das ist ja der dümmste anzunehmende User. Also auf gut Deutsch gesagt, AppCAC ist Error Between Keyboard and Chair, also der Fehler sitzt zwischen Tastatur und Stuhl vor dem Monitor und hat nichts mit dem Betriebssystem zu tun. Da kann das Betriebssystem noch so scheiße sein oder noch so gut. Der AppCAC, der ruiniert. Und der AppCAC hat auch noch andere Charakterzüge, zum Beispiel, dass er von allem eine Ahnung hat und vor allem ganz sicher ist, derjenige, der gerade die IT macht, hat keine Ahnung von der IT. Er aber schon. Da kommen dann Sachen dabei raus, wie Leute, die sich eine Grafikkarte kaufen, die nicht in den Computer passt, weil sie statt einer statt einer AGP-Karte haben sie eine PC-Express-Karte gekauft, PCI-Express-Karte. Und ja, die haben sich schon was gedacht dabei, die wo so Motherboards entwickeln, damit man halt sozusagen keine PCI-Express-Karte auf einen AGP-Port stecken kann, weil das nicht funktioniert. Darum haben die halt einfach die Steckleisten versetzt, mal nach hinten, mal nach vorne. Im Fachjargon nennt man das, man hat sozusagen den Stecker kodiert. Aber wie gesagt, es gibt dann Leute, die sind der Meinung, wenn ich mir eine Grafikkarte kaufe, für einen Computer, dann muss die in jeden Computer reingehen. Und wenn die in meinen Computer nicht reingeht, weil die Karte sonst zu lang wäre, zu kurz vorne oder hinten rausstehen würde, dann nehme ich einen Seitenschneider und zwick einfach ein Stück aus der Platine raus, stecke dann die Karte trotzdem in den PC und wenn mir dann der PC um die Ohren fliegt und in Rauch aufgeht, verklage ich den, der mir das Gerät verkauft hat. Das sind so typische AppCAC-Reaktionen. Ich habe auch einige solche Sachen erlebt. Also die Geschichte jetzt mit der Grafikkarte war nicht von mir, die habe ich nur mal gelesen. Und ich selber habe jede Menge solcher Geschichten auf Lager. Ich werde immer so Stück für Stück auch dann in den AppCAC-Report reinsetzen. In geschriebener Form. Im Videoblog gibt es das Ganze dann in schriftlicher Form, in Videoform, ist für die Lesefaulen. Mal schauen, wie ich das umsetze. Also als Ein-Mann-Theater, so Admin, AppCAC. Ja, wie die Comedians auf der Bühne, wenn sie dann so einen Dialog simulieren. Ein paar Geschichten habe ich schon, zwei Stück habe ich schon mal reingesetzt. Ein paar kommen noch, da bin ich mir sicher, ganz, ganz sicher. Lasst euch überraschen und das war's dann für heute. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem AppCAC-Report.